Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute reden wir über zwei Sachen, die ich auch schon mal längere Zeit habe und erzähle ich euch ein bisschen mehr davon und ja. Was geht's um viel Spaß dabei? Also, bestimmt habe ich euch in meinen Videos erzählt, dass ich unter starke Mittelsehr und Akne leide. Dieses Problem habe ich seit Teenager, seit 12 oder 13 Jahren ungefähr. Und ja, ich kämpfe mit Akne, die ich vor allem hier auf meiner Nase habe, aber auch auf meiner Wange, als auch auf meinen Stirn und am Kinn. Ja, und die machen mir sehr viele Probleme, so dass ich ja beim Hautarzt gegangen bin. Und ich habe mir eine Allergietest gemacht. Außerdem hat mein Hautarzt mein Gesicht kontrolliert. Und ja, er hatte herausgefunden, dass ich unter starker Akne leide, die halt Probleme machen. Und durch meine Hormone ist es so, dass ich nicht so viel Östrogen habe, sondern mein Körper produziert hat Testosteron und das ist auch ein Problem, sozusagen in Anführungsstrichen. Und ja, er hatte viele Sachen für meine Haut ausprobiert, die mir gar nicht geholfen haben. Und ja, das war auch ein Punkt, warum ich dann bei Hautarzt gegangen bin. Ich habe vieles ausprobiert und zeige euch, welche Sachen mir der Arzt verschrieben hat. Und ja, ich habe von meinem Hautarzt einmal der Epidur 0,1%, 2,5% Gel bekommen mit Adapalen und Benzoperoxid zur Anwendung auf der Haut. So sieht die Verpackung aus. Hier steht ganze Informationen. Man verwendet sie nur auf Gesicht, auf das gereinigte Gesicht gibt man ein. Massiert man das und ist wie eine Tagesund-Nachtcreme in Anführungsstrich. Und die hat mir auch sehr, sehr geholfen. Was ich euch bitte, ist es, dass ihr die Sachen nicht nachkauft, sondern dass ihr bei Hautarzt bzw. bei Dermatologen geht und dort sagt, was ist euer Problem auf das Gesicht. Dann habe ich selbst die Sachen gekauft, die mir das Hautarzt empfohlen hat. Das ist der Dermasens Mousse Reinigungsschaum mit Glycosalicylsäure. Das ist für eine fertige bis gemischte Haut. So sieht hier von hinten aus. Und zur Anwendung verwendet man zweimal, einmal morgens und abends. Und so reinigt man das Gesicht. Es gibt auch Dermasens Tonic, als auch Dermasens Creme Soft, Dermasens Phytoclear oder Dermasens Sebora Serum. Ich möchte gerne vieles über dieses Firma hören bzw. lesen. Und ja, und nach der Reinigung verwende ich einmal Dermasens Creme Soft, leichte Geocreme mit Pantanol, Salicylsäure und Avocadoöl. Sie enthält 50 ml, so sieht die Verpackung aus.
ist für eine normale bis fettende Haut. Und der Demacins Reinigungsschaum bzw. Mousse enthält 200 Milliliter. So groß ist das Demacins Mousse. Habe ich euch in meine Jahresfavoriten gezeigt schon mal. Kommt mit einem Pumpstoß und hat ein Ablaufdatum bis 11.2022. Hoffe, dass ihr sehen könnt. Und hier ist auch die Internetseite. Und das ist der Demacins Cream Soft. So sieht der aus. Und so sieht von hinten. Hat auch ein Ablaufdatum bis 7.2022. Ja, und was mir noch geholfen hat, ist einmal die Lenoir-Creme. So sieht sie aus. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt. Ich habe die in Apotheke bestellt, in der Apotheke in Haspe. Man dreht von hinten die Creme und von hier kommt dann die Creme raus, was mir sehr, sehr gefällt und die hat mir auch sehr geholfen. Ja, außerdem, was mir auch geholfen hat, ist die Haare von Livos. Leider habe ich die zu Hause nicht, aber ich werde mir die bald kaufen. Die könnt ihr als Maske verwenden oder halt einfach mit Wasser oder Kamillentee trinken. Und da empfehle ich euch, dass ihr die 2 bis 3 Mal trinkt. Und nachdem ihr die Haare bis zum Ende getrunken habt, dann müsst ihr Pause machen zwischen 1 bis 2 Monaten. Ja. Und außerdem, was mir noch geholfen hat, ist das Foreo, das kleinere Gerät. So sieht das Foreo aus. Ich habe bei der Internetseite von Rossmann bestellt. Das ist das Foreo Lunaplay. Hier ganz unten steht es, kommt in eine schöne Verpackung. Außerdem bekommt ihr dazu einen Pinsel zum Reinigen. Hier reinigt man es. Und hier kommt auch, wie man das Gesicht sauber macht. Es ist wichtig, dass ihr 60 Sekunden bzw. 1 Minute das Gesicht massiert, um das halt schön auszusehen. Ja, und dann verwende ich hier nur auf mein Haut und auch Dekolleté die Isana Feuchtigkeitscreme, Softcreme für Gesicht, Körper und Hände mit Aloe Vera Vitamin E für alle Hauttypen, Rezeptoren und Mikroplastik. So sieht die Verpackung aus. Sie enthält 200 Milliliter, ist auf jeden Fall dermatologisch getestet, ist in Deutschland hergestellt. Und ihr seht jetzt, wie viel ich noch von der Creme habe, ist auch nicht so viel. Ich nehme immer ein bisschen. Das mache ich genauso auch mit hier mit der Creme Soft. Nehme ganz wenig, braucht ihr davon. Mein Gesicht Feuchtigkeit zu geben. Außerdem, bevor ich draußen gehe, ist es wichtig, dass ihr Lichtschutzfaktor verwendet, Leute. Lichtschutzfaktor ist sehr, sehr wichtig, damit ihr keine trockene Haut kriegt. Und ich verwende das Lichtschutzfaktor von Sundance. Das ist die Eigenmarke. Hat einen Lichtschutzfaktor von 30, also hoch. Ist matt, sonnenfluid für Gesicht und Dekolleté, mattierend, wasserfest, nicht fettend und nicht komedogen. So sieht die Verpackung aus und so sieht von hinten aus. Hält 50 Milliliter, ist vegan und hat ein Ablaufdatum von 12 Monaten. Davon braucht ihr auch ganz wenig. Ich habe bis hier
Ne? Also, ihr habt viel längere Zeit und ja, ich finde das auch richtig gut. Alles, was ich euch erklärt habe, werde ich unten in der Infobox schreiben und ja, hoffe, dass euch dann die Sachen gefallen. Ja, wichtig ist es, dass ihr ja, beim Hautarzt gehen und erzähle euch jetzt genauer, wie herausgefunden ist, dass ich Akne habe. Ich habe mir eine, wie ich gesagt habe, ein Allergietest gemacht und da war ich allergisch auf Hundehaare und Milben. Milben ist Staub, hat eine dunkelgraue Farbe. Und von denen bin ich halt allergisch. Die zwei Sachen sind die, wo ich stark Allergie habe. Und wenn ich etwas putzen muss oder so, muss mir mindestens 2 bis 3 Tage nehmen. Und ja, da brauche ich auch nochmal die Zeit zu putzen und so. Das ist das Problem. Da habe ich einen Test gemacht, ob ich Probleme mit der Laktose habe. Und mein Dermatolog bzw. mein Hautarzt hat festgestellt, dass mein Körper gar nicht Laktose nimmt. Laktose haben Milch, Käse und Frischkäse. Und ja, ich darf jetzt keine Produkte essen, die Laktose enthalten. Ich kann Kleinigkeit nehmen, aber nicht übertreiben. Und jetzt kaufe ich immer Produkte, die laktosefrei sind oder die pflanzlich sind. Ja, ich habe so angefangen. Und mein Haut ist halt verbessert. Ich habe ein paar Rötungen, ein paar Pickel und so. Hier habe ich auch einen Pickel, die schon ausgetrocknet sind. Und ja, was noch wichtig ist es, dass ihr genügend trinkt, und zwar stilles Wasser ohne Kohlensäure. Dass ihr euer Bettwäsche als auch Kissenbezug regelmäßig wechselt. Ich wechsle die immer nach 2 Wochen. Und auch eurem Tuch wechselt, auch ebenso nach 2 Wochen. Weil in das Tuch halt alle Viren, Bakterien dabei sind. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, damit ihr auch keine Pickel bekommt. Ansonsten achtet ihr darauf, dass ihr nur Zartbitterschokolade isst und keine Vollmilchschokolade. Vollmilchschokolade hält viel Zucker als die L-Zartbitterschokolade. Die könnt ihr immer essen und sie ist gesund auch für das Herz, als auch für das ganze Körper. Regelmäßig bewegen und Stress vermeiden. Es ist so, dass ich ja innerlich gestresst bin, aber äußerlich hier nicht. Und das ist auch ein Problem. Und versucht ihr einfach Stress zu vermeiden. Versucht ihr immer euer Plan zu machen, wie ihr eure Aufgaben macht. Und ja, jetzt kommen wir schon zu das zweite Problem, was ich habe, ist das Blähbauch. Ihr wisst bestimmt nicht, was ist Blähbauch. Manche wissen, manche nicht. Erkläre ich euch jetzt. Also, Blähbauch ist es, sage ich mal, so wie eine Krankheit, wo die Darmflora bzw. auch Magen nicht die richtig arbeiten. Das liegt daran, dass die Darmflora nicht das Essen richtig verarbeitet hat. Vor allem viele haben das Problem und bei mir ist das dann sehr problematisch. Dann ist es immer schwieriger
Stuhlgangkind-Toilette zu machen oder die Organe sauber zu machen, die leer macht. Das ist Schwierigkeiten. Außerdem, das gibt es da viele Sachen, die das verursachen, wie wieder Stress, Wasser mit Kohlensäure oder halt Sprudelwasser, das Essen wie Zwiebeln, Knoblauch, weißen Bohnen oder Sauerkraut. Bei mir ist es so, wenn ich zu viel Sauerkraut esse, dann bekomme ich starke Bauchschmerzen, die mindestens 2 bis 3 Stunden dauern bei mir. Und ja, und wenn ich Wasser mit Kohlensäure trinke, ist das auch ein Problem bei mir. Außerdem auch die Hülsenfrüchte sind Problem, wie Walnüsse oder Erdnüsse. Die esse ich aber in Kleinigkeit, in kleinerer Menge und trinke regelmäßig Wasser. Ich habe auch hier sogar Wasser dabei. Trinke ich mal ein bisschen. Und ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr immer trinkt. Mindestens 2 Liter Wasser pro Tag. Weil, wenn ihr schläft oder euch irgendwo bewegt, ihr schwitzt richtig viel und das ganze Wasser kommt durch Schwitzen raus. Und dann Körper hat ganz wenig bis kaum Wasser. Das könnt ihr sehen durch Urin. Wenn Urin dunkelbraun ist oder die Farbe Ocker, dann müsst ihr Wasser trinken. Und wenn sie wie eine weiße Farbe hat, wie ein Eisweiß, dann hat dein Körper schon genügend Wasser. So könnt ihr sehen, ob ein Körper Wasser braucht oder gar nicht. Ja, das mehr dazu, versucht ihr immer mehr Obst und Gemüse zu essen. Und ja, wichtig ist es auch, dass ihr mindestens 7 bis 9 Stunden Schlaf bekommt. Ich schlafe immer 7 Stunden, sogar auch 8 Stunden. Kommt drauf an. Und ja, das wollte ich euch alles erzählen. Das sind auch meine Probleme, die ich schon längere Zeit habe. Und ja, außerdem bekämpfe ich auch hier mit der Kopfhaut. Habe manchmal trockene Kopfhaut, wo weiße Schuppen rauskommen. Da suche ich mir eine Alternative und erzähle euch mehr dazu, wenn ich die Alternative gefunden habe und wenn ich die mehrmals schon getestet habe. Ja, das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihr einen Daumen nach oben, schreibt ihr in die Kommentare, abonniert ihr meinen YouTube-Channel und aktiviert ihr die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bleibt gesund, passt auf euch gut auf und wir sehen uns dann am Donnerstag mit einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.